Falls du mich noch nicht abonniert hast, darfst du das sehr lieben gerne machen, hier auf diesen roten Abonnieren-Button. Einfach draufklicken und Glocke aktivieren. Vielen Dank. Zombie Apocalypse. Also die Spritpreise, die werden ja auch mal teurer hier. Das ist ja Wahnsinn, ey. Dass man hier so für einen Liter bezahlt, das ist schon echt krass. Also gerade hier an dieser Art von Tankstelle im schönen Blau-Weiß-Look beziehungsweise Blau-Grau-Look, das ist schon nicht schlecht. Obwohl eigentlich die Preise, muss ich mal sagen, sind zu dieser Zeit ja ganz normal. Also ich tanke hier ja hier Diesel. 1,14 ist eigentlich eine normale Zahl, ne? Normaler Preis, aber trotzdem, so langsam aber sicher steigen die Spritpreise wieder. Das finde ich ganz schön ungerecht irgendwie, aber von nichts kommt ja nichts, ne? Jo, so. Targa Transport ist heute mein neues privates Fahrzeug. Ich bin heute unterwegs in der Nähe der Freiwilligen Feuerwehr und in diesem Sinne begrüße ich euch erstmal mit diesem neuen Video, liebe Freunde. Vom LS17. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich war gerade unterwegs zum Schrotti. Ich brauche da noch einen Teil, denn ich hatte vor kurzem ein Crash mit meinem privaten Auto. Das ist leider an der Seite kaputt gegangen. Jetzt überlegt ihr aber bestimmt sicherlich, welches Auto meint ihr denn jetzt? Ja, ich hatte so viele Autos, also das ist wirklich schon etwas länger her, als das auch passiert ist. Denn mein privates Auto war ja in den meisten Fällen ja der Audi, der KDOW. Ja, und mit diesem Auto ist das leider auch passiert. Tja, ich habe mir an der Seite schön einen richtig fetten Kratzer erstmal reingeholt oder reingerissen. Das sieht gar nicht gut aus und bisher steht der immer noch in der Berufsfeuerwehr. Ich habe den jetzt einfach abgestellt und jetzt warte ich einfach, bis irgendwie mir jemand helfen kann. Also ihr müsst euch das so vorstellen, das Auto steht jetzt genau jetzt hier so wie hier auf dem Parkplatz hinter der Berufsfeuerwehr auf dem großen Gelände. Und von vorne bis hinten ist ein langer Kratzer. So, das war nicht meine Schuld, sondern da ist mir jemand reingefahren. Also das war so, ich war einkaufen, letzte Woche war das, glaube ich, ungefähr. Ja, ich bin wiedergekommen, auf einmal, hä, was ist denn das? Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen. War da erstmal ein richtig langer, schöner, fetter Kratzer drin. Tja, das Beste daran war, kein Zettel wurde hinterlegt, keiner war irgendwie schuldig und niemand war dort anzutreffen. Tja, ich sitze jetzt also auf meinen Kosten fest, habe das natürlich mit der Versicherung erstmal geklärt. Also die kommen mir schon so ein bisschen entgegen, aber trotzdem ist es natürlich ganz schön mies, da sich diese Person nicht meldet. Also das ist schon etwas ganz, ganz Krasses. Also so etwas macht man nicht. Da sollte man wirklich schon so jetzt einfach mal sein, dass man sagt, ich hinterlasse jetzt einfach meine Nummer oder warte vielleicht. Ja, vielleicht hat die Person noch einen Termin, musste schnell weiter oder so. Vielleicht hat die das auch gar nicht mitbekommen. Aber trotzdem, wenn man das wirklich mitbekommt, dann sollte man auch wirklich den Arsch in der Hose haben und einfach auch da bleiben und jetzt zum Beispiel auch einfach mal einen Zettel da lassen oder irgendwie anrufen bei, weiß ich nicht, bei der Filiale, wo man zum Beispiel einkaufen war oder so, einfach einen Namen hinterlegen oder irgendwas anderes, aber dann einfach abzuhauen. Das ist schon echt ein schlimmes Ding. Also wirklich. Tja, liebe Freunde, also ich erzähle gerade so ein bisschen so auch aus meinem privaten Leben. Das ist mir wirklich schon in dieser ähnlichen Form schon passiert. Also da war der Schaden auch sehr hoch, ne? Da war es auch so, dass ich vorne an meinen älteren PKW, den ich vor 4 Jahren oder 5 Jahren gekauft habe, den ich jetzt auch gar nicht mehr besitze, da ist mir wirklich jemand reingefahren, hat mir vorne die Schürze rausgehauen, das war komplett verbogen, verbeult, ausgehangen und so weiter und dann ist er einfach abgehauen. Also so welche Leute, die sind halt, weiß ich nicht. Und dann zu sagen vielleicht später, ich habe es gar nicht mitbekommen, also da weiß ich auch nicht, was ich da glauben soll oder nicht. Aber gut, das hat sich geklärt. Und jetzt wie auch in meinem Fall hier im LS17 habe ich erstmal einen, ich sag mal, Firmenwagen bekommen, den ich erstmal benutzen darf. Denn hier bin ich ja noch angestellt, aktuell bei Targa Transport. Wenn ich mal nicht in der Berufsfeuerwehr arbeite, bin ich sozusagen hier und mein Chef ist ja natürlich so gnädig und hat mir dieses Fahrzeug erstmal zur Verfügung gestellt. Also was will man mehr, ne? Also so eine schöne Firma, ein geiler Chef, der sagt dann sofort hier,
weil ich halt auch schon ein paar Jährchen dabei bin. Hier, du darfst das Auto benutzen, solange dein Auto in der Werkstatt ist. So, liebe Freunde. Oh, nanu. Ich wollte gerade sagen, wir gehen erstmal rein. Aber das hat sie anscheinend jetzt schon erledigt. Die Sirene ertönt. Was ist denn hier los? Okay. Oh, liebe Freunde. Genau, das wollte ich euch auch noch zeigen, bevor ich jetzt losfahre. Wir haben jetzt einen neuen Einsatz bekommen. Und ihr seht, es ist schon hier in der Fahrzeughalle. Hier hat sich ein bisschen was getan. Guck mal da. Also einmal haben wir das TLF hier drin und ein TSF. Sag mal, Paule, wo ist denn der Gerätewagen hin? Ja, liebe Freunde. Ihr habt mich auf die wunderbare Idee gebracht, den Gerätewagen einfach wieder zurück in die Berufsfeuerwehr zu stellen. Um es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Es ist wirklich so, ich fand es eine coole Idee, muss ich wirklich mal sagen. Und ich habe mir so überlegt, so, was soll das? Warum soll ich die beste Technik, die wir jetzt gerade in der FF haben, hier weggeben? Also wir haben die beste Technik jetzt an Bord, ist nur ein TSF, in Anführungsstrichen nur. Und dann haben wir noch ein älteres Fahrzeug, ein TLF mit sehr viel Wasser. Das ist doch geil, das ist doch cool, das ist einfach mega. Der Gerätewagen war eigentlich immer bloß so ein Platzhalter. Der wurde eigentlich nie benutzt irgendwie so wirklich. Also wenn, dann müssten es wirklich richtig große Einsätze sein. Und die richtig großen Einsätze hat man ja zum größten Teil in der Berufsfeuerwehr. Also hier im Ort passieren jetzt nicht gerade so viele Einsätze. So, also nicht gerade große Einsätze. Wie dem auch sei, liebe Freunde, wir ziehen uns erstmal ganz schnell um. Mein Platz ist wie immer hier hinten. Funkgerät ist schon eingeschaltet, wie man das gut hören kann. Und dann geht es jetzt auch schon los. Einsatzfax ist da. Oh. Okay, wir haben in Hain, also das ist ein nächster Ort, da haben wir anscheinend einen Containerbrand. Okay. Alles klar. So, dann würde ich sagen, die Freiwillige Feuerwehr Kleinstadt rückt mit beiden Fahrzeugen aus. Also anscheinend steht ein Müllcontainer aktuell in Vollbrand vor einem Gebäude und neben einem Wald. Also bisher wurde noch nichts weiteres gemeldet. Ich weiß nicht, ob die beiden Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr jetzt ausreichen werden. Das wird sich gleich entscheiden. Also auf jeden Fall rückt erstmal das TLF aus und wir fahren gleich mit beiden Fahrzeugen zum Einsatz. Das gab es auch schon länger nicht mehr. Denn ich habe mir einfach mal so überlegt, einfach mal wieder die Follow-Me-Mod zu benutzen, weil sich das wirklich jedes Mal unter meinen Videos gewünscht wird. Also jedes Mal bekomme ich den Kommentar, benutzt doch die Follow-Me-Mod. Ja, das ist so eine coole Mod. Warum mache ich das denn nicht, ich Dummel? Jetzt benutze ich einfach mal wieder diese wunderschöne Folge-Mir-Mod. Im Schlepptau ein TSF und vorne ein TLF. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal alles zusammen und dann rücken wir schon mal aus. TLF 1 und TSF 1 gehen auf Status 3. Anfahrt zum Einsatzort. Los geht's, würde ich sagen. Dann schauen wir mal, wie krass der Einsatz jetzt dort fortgeschritten ist. Ich bin sehr gespannt, ob jetzt auch alles hinterherkommt. Eine Sackgasse vor mir, okay. Dann schauen wir uns das gleich mal an, was hier in diesem Ort gerade so abgeht. Nur als Zwischeninfo an euch, liebe Freunde, ich habe das noch nicht hinbekommen mit dem TLF. Also ich würde jetzt gerne das Horn einschalten, aber ich weiß nicht, was das für ein Problem ist. Keine Ahnung. Also Rodeshain, Abkürzung Hain, ist gerade der aktuelle Einsatzort. An alle, die das gerne wissen möchten, ich habe ja bloß Hain gesagt vorhin. Ja, das sind meine Ortskenntnisse hier. So, das ist ja auch gut. Die Polizei hat ja hier wunderbar abgesperrt, also Entschuldigung für das Schild, aber das muss jetzt erstmal dran leihen. Darunter leihen. Entschuldigung, das tut mir jetzt sehr leid, dass ich das mitnehmen musste. Was soll ich machen? Gut. Durch die Absperrung wollte ich nicht durchfahren, um Heiliger. Ach du meine Güte. Okay, das sieht auf jeden Fall gar nicht gut aus. TLF 1, TSF 1 am Einsatzort eingetroffen. Ich glaube, wir stufen diesen Einsatz am besten mal hoch. Das sieht ja mal gar nicht gut aus, liebe Freunde. Hier brennt ja wirklich komplett das ganze Gebäude. Der Wald hat auch schon ein wenig angefangen zu brennen. Und wir rücken hier mit zwei Fahrzeugen aus. Wir alarmieren natürlich sofort die BF nach. Also das ist auf jeden Fall erstmal Fakt.
Ich glaube nicht, dass wir jetzt mit unseren kleinen Wassermengen hier vorankommen und gerade mit einem wasserführenden Fahrzeug. Das TSF wird erstmal eine Wasserverbindung aufstellen und das TLF wird sofort zur Brandbekämpfung vorgehen. Also das ist ja enorm, was hier gerade abgeht. Das ist ja heftig, heftig. Dann werde ich das erstmal so ein bisschen, wisst ihr was, ein bisschen bildlich dastehen und erstmal einen Trupp irgendwie zur Brandbekämpfung vorschicken. Das ist ja gewaltig. Also uns wurde wirklich bloß ein kleiner Brand gemeldet. Okay, das kann wirklich, wirklich passieren, aber trotzdem, Fakt ist, wir brauchen hier weitere Manpower. So kommen wir auf jeden Fall hier nicht weiter. Ein paar Kollegen haben wir jetzt erstmal hier vor Ort. Sicherheitstrupp stellen wir natürlich auch bereit. Den können wir erstmal da hinten hinstellen. Die werden erstmal die benachbarten Bäume kühlen. Anscheinend wurden auch schon erste Löschmaßnahmen unternommen mit einem Gartenschlauch. Also der steht hier irgendwie an der Seite. Wurde uns anscheinend schon gemeldet. Also der wurde anscheinend schon benutzt. Anscheinend ist der auch nicht weitergekommen. Also hier brennen 4 Abfallbehälter. Ein Gebäude steht in Vollbrand. Das heißt natürlich für uns, die Berufsfeuerwehr muss auf jeden Fall mit hier zu diesem aktuellen Einsatz ausrücken. So. Okay, das ist auf jeden Fall ein wunderbarer Einsatz für die wunderbaren Fahrzeuge vom KFV von Lüneburg. Nee, das HLF wollte ich jetzt nicht nehmen. Ich nehme jetzt ein paar Fahrzeuge mit. Das ist, um das genau zu sagen, der ELW. Ein TLF und ein RTW. Diese ganzen Fahrzeuge werden zu diesem Einsatz jetzt gleich ausrücken. Am besten schaue ich jetzt mal auf die Karte, auf die Map. Hoffentlich finde ich jetzt auch gleich diesen Einsatzort. Denn gerade solche Einsätze, die weiter entfernt sind, gerade die nicht in Schönefeld stattfinden, hatten wirklich sehr, sehr selten. Aber trotzdem müssen wir das hinbekommen. Also natürlich sind wir auch dafür da, um natürlich auch andere Leute zu helfen, die natürlich weiter entfernt sind. Also jetzt zum Beispiel jetzt gerade im kleinen Ort Kleinstadt. Die Freiwillige Feuerwehr müssen wir natürlich unterstützen, ne? Also aktuell befinden sie sich in Hain, in Rodeshain. Und deshalb rückt jetzt auch hier die Berufsfeuerwehr aus. Das HLF nehme ich erstmal nicht mit. Das brauchen wir auf jeden Fall vielleicht hier für nächste Einsätze. Also ich möchte jetzt auch nicht den ganzen Löschzug hier mitnehmen. So, dann geht's erstmal los. ELW 1, TLF 1 und RTW 1 rücken aus zum Einsatzort. Zum aktuellen Geschehnis in Rodeshain. So, liebe Freunde, jetzt müssen wir bloß noch irgendwie erstmal rausfinden, wie wir am besten fahren. Denn ich glaube, diesen Weg kenne ich bisher noch nicht ganz. Deshalb wundert euch nicht, dass ich jetzt so ein bisschen auf die Map schauen muss, damit ich da irgendwie ankomme. Also ich will jetzt hier auch ungern übers Feld eiern. Ich weiß, das habe ich drauf. Das habe ich früher meistens gemacht in meinen Videos. Aber ich probiere wirklich mein Bestes, jetzt einfach hier ganz normal zu fahren auf den Weg, wo man auch lang fahren darf. Auch wenn es jetzt nur ein Feldweg ist, also Hauptsache wir kommen da irgendwie an, ne? Hauptsache wir bekommen das hin. Denn ich merke schon wieder gerade, wir fahren jetzt hier zwischen eine Allee. Jetzt kommt der nächste Ort, glaube ich. Hier steht ein Haus, okay. Dann nehmen wir anscheinend erstmal die grobe Abkürzung. Hauptsache wir kommen da irgendwie hin. So, und eigentlich haben wir jetzt auch modernere Fahrzeuge, die das auch aushalten. Deshalb sind die Unimox gerade in diesem Gebiet, in Kleinstadt und drumherum, einfach ideal. Also gerade hier für Offroad-Einsätze sind das so geile Einsatzfahrzeuge. Jetzt, wenn ich hier gerade den ELW sehe, der fängt jetzt schon an, hier ein bisschen zu wackeln. Also das ist unvorstellbar, wenn man mit einem Unimog hier durchrast oder fährt. Das würde auf jeden Fall da nicht so sein. Aber guck mal hier, ich bin schon fast irgendwie am Einsatzort. So. Wunderbar,
Das funktioniert ja hier heute wie am Schnürchen. So, und da ist auch schon der kleine, niedliche Ort Kleinstadt. Und da müsste man jetzt auch gleich in Rodesheim sein. So, alle Kameraden noch hinter uns? Jein. Okay, ich kümmere mich am besten gleich darum, liebe Freunde. Ja, das ist natürlich immer hier... Was machen die da hinten? Immer wieder der Nachteil, ne? Wenn man hier solche langen Einsatzwege hat. Zusammen mit der Follow-Me-Mod, das funktioniert meistens nicht so gut, wie man sich das wünscht. Deshalb benutze ich die auch jetzt wirklich sehr, sehr selten in meinen Videos. Aber ich will natürlich auch schneller am Einsatzort sein. Also, das soll nicht so ewig dauern. Wisst ihr, was ich meine? Also, wir schauen uns das Spektakel gleich mal an. Nehmt das Video jetzt bitte nicht zu ernst. Wenn die Fahrzeuge jetzt irgendwie kreuz und quer auf den Feld hin und her fahren, Hauptsache, wir kommen irgendwie noch an und Hauptsache... Die Berufsfeuerwehr unterstützt auch noch die Kameraden hier am Einsatzort. Also hier ist das TLF, wunderbar. Das ist anscheinend gerade... Okay, doch. Doch, doch, jetzt funktioniert's, wunderbar. Dann fahren wir am besten jetzt mal selber das größere Einsatzfahrzeug. So, und da sind wir auch schon. Mensch, hat ja gar nicht so lange gedauert. Zwinker, zwinker. TLF 1, ELW 1 und RTW 1 am Einsatzort eingetroffen. Der RTW folgt zugleich. TLF rückt vor. Der Einsatzleiter kümmert sich jetzt erstmal um die einzelnen Kameraden. Wir sollen uns hier aufstellen, hinter dem TSF. RTW soll anscheinend hinter dem ELW bleiben. Oh, guck mal hier, ein WLAN-Schlauch. So, RTW stellt sich hinter den ELW auf. So, jetzt haben wir erstmal die gewünschte Manpower vor Ort. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr sind jetzt hier dabei, diesen Einsatz abzuschließen. Der Brand ist bisher schon unter Kontrolle, also die Freiwillige Feuerwehr hat da wirklich schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr gut und die Berufsfeuerwehr übernimmt jetzt sozusagen diesen Einsatz und unterstützt die Kameraden. Also diese werden jetzt hier zur Brandbekämpfung vorgehen. Die Kameraden der FF haben diesen Brand erstmal unter Kontrolle gebracht und so erstmal verhindert, dass sich dieser Brand weiterentwickelt. Da haben wir auf jeden Fall schon mal sehr gute Chancen, damit wir diesen Brand jetzt hier gleich schon gelöscht haben. Ich muss mal ganz kurz... So, genau, jetzt ist er eingeschaltet. So, wir ziehen am besten mal alles raus. Wir könnten alles benötigen, deshalb ganz, ganz wichtig, dass wir erstmal hier die ganzen Sachen aus dem Fahrzeug nehmen. So, wunderbar. Ausgleichsbehälter wurde aufgestellt. Eine Rosenbauer Tragkraftspritze steht daneben. Wasserversorgung ist hergestellt. Wunderbar. TLF ist somit einsatzbereit. So. Das haben wir erstmal sicher aufgestellt. So, alles klar. Auf jeden Fall... ist die Unterstützung merkbar. Also man merkt hier wirklich, dass man jetzt gerade richtig gut vorankommt. Denn gerade die Technik, die die Berufsfeuerwehr besitzt, also die ist schon wirklich enorm. Es ist wirklich die neueste Technik vom ganzen Gebiet hier in Kleinstadt, in Schönefeld. Also keine andere Feuerwache hat solche Technik. Das ist richtig, richtig krass.
Eigentlich würde auch ein TLF der BF ausreichen. Die haben wirklich so krasse Sachen auf diesem Fahrzeug. Da träumt wirklich jede FF davon. Aber gerade jetzt die Freiwillige Feuerwehr in diesem Umkreis sind jetzt nicht gerade so gut besetzt. Klar, die haben sehr viele Kameraden, aber trotzdem nur zwei Fahrzeuge. Und darunter muss ein wasserführendes Fahrzeug. Also vielleicht muss man auch da mal überlegen, vielleicht ein paar weitere Fahrzeuge hinzuzufügen. Aber leider haben die ja nur zwei Fahrzeugstellplätze. Also somit haben wir jetzt nicht gerade die Möglichkeit dafür, weitere Einsatzfahrzeuge unterzustellen. Also das muss man auf jeden Fall noch mal überlegen, ob man das macht, wie man das macht. Natürlich muss das auch alles abgesprochen werden. Das ist natürlich auch wieder so eine Kostenfrage, die man da hat. So, und auch jetzt gerade das Gute, jetzt mal wieder zurück zum Einsatz. Der aktuelle Gebäudebrand wurde erstmal eingedämmt. Der Brand ist da jetzt erstmal vollständig unter Kontrolle. Und das Verbreiten dieses Brandes wurde somit eliminiert. Der Brand konnte sich jetzt bisher weiter nicht verbreiten auf die naheliegenden Bäume, beziehungsweise auf diesen Wald, der sich ja genau hier neben befindet. Also da haben wir auf jeden Fall sehr viel Glück gehabt, dass das nicht so weit gekommen ist. Also würde sich das wirklich weiterentwickeln, dann hätten wir hier irgendwann mal ein richtig großes Problem. Da würden wir irgendwann dastehen und dann einfach nicht mal wissen, wie wir weiter fortfahren. Also da müssten wir wirklich dann auch noch weitere Einsatzkräfte aus den naheliegenden Feuerwehren mit hinzuholen. Also dann hätten wir wirklich hier so viele Feuerwehreinsatzkräfte, dann würde hier die komplette Straße vollstehen. Und da müsste man natürlich auch erstmal die Lage vollständig erkunden. Dann müsste man erstmal von oben sich erstmal in eine klare Sicht verschaffen, in Form von einer Drohne zum Beispiel oder mit einer Drehleiter, wie auch immer. Also das haben wir natürlich auch schon sehr oft geübt. Aber ein Glück ist diese Situation nicht eingetroffen. Wir konnten diesen Brand erfolgreich bekämpfen mit Hilfe der BF und ein Glück war hier schon die FF vor Ort. Also die haben wirklich Schlimmeres verhindert. Also würde es die nicht geben, dann würde es hier wirklich schon sehr viel schlimmer aussehen. Aber ein Glück ist dieser Einsatz abgeschlossen. Wir können wieder zusammenpacken und dann werden wir jetzt in den nächsten Minuten auch schon wieder einrücken. Ein Glück ging das wirklich so schnell über die Bühne und ein Glück haben wir das rechtzeitig hinbekommen. Ja. Liebe Freunde, das war es eigentlich auch schon wieder mit einem neuen Video vom Landwirtschaftssimulator 17 mit der Feuerwehrmod. Heute war das mal eine Spezialausgabe, ein zweites Video in Form eines speziellen Videos. Also gibt es auch nicht oft auf meinem Kanal, aber ich hoffe, das hat euch gefallen mit der Freiwilligen Feuerwehr und mit der Berufsfeuerwehr zusammen. Also es ist schon etwas sehr Cooles, finde ich, wenn man zum Beispiel jetzt erstmal mit der FF ausrückt und dann zum Beispiel jetzt wie in diesem Video mit der BF noch nachrückt. Also die wurde nachalarmiert, habt ihr ja mitbekommen sicherlich. Deshalb, ich glaube, das mache ich mal öfters jetzt. Und das wurde sich auch sehr häufig gewünscht und ich hoffe, dieses Video kommt jetzt auch richtig gut bei euch an. Und ihr seht jetzt auch gerade mal von oben, also guckt euch das mal an, das ist kein kleiner Wald, also hier stehen so viele Bäume dicht an dicht, Alter, würde das hier in Flammen stehen, ich wüsste gar nicht mehr weiter, also das wäre wirklich der Super-GAU. Und daneben befindet sich auch ein Ort, da wo ich gerade drin stehe, Rodeshain nennt sich der, also den hätten wir locker flockig erstmal evakuieren können, also das wäre auf jeden Fall ganz schön nach hinten losgegangen. So, liebe Freunde, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich sehr freuen über ein Däumchen nach oben. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das gerne machen. Klickt einfach auf den roten Abonnieren-Button. Einfach draufklicken und Glocke aktivieren. Ne? Kennt ihr diesen Spruch? Und dann sehen wir uns auch hoffentlich bald wieder im nächsten Video. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Lasst mir das gerne wissen in Form eines Kommentares. Lasst mir ein Däumchen nach oben da und checkt auch gerne mal die Videobeschreibung aus. Da habe ich euch auch Merch-Artikel verlinkt mit dem neuen Premium-Paule-Logo. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Sind auch sehr, sehr günstige Produkte, die ich dort drin habe. Und auf jeden Fall an alle, die jetzt etwas kaufen möchten aus dem Store, aus dem Fanshop, können mit Hilfe eines Codes namens CREW, also C-R-E-W, alles groß geschrieben, wie auch immer, den könnt ihr einlösen und dann bekommt ihr ein paar Prozente gut geschrieben. Also das ist auf jeden Fall eine coole Aktion.
die habe ich mir einfach mal überlegt und einfallen lassen und somit für euch einfach mal rausgehauen. So, liebe Freunde, jetzt reicht's. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.